Krankenschwester schon einen passenden Spruch gefunden? Ja, hält der Troll nicht seinen Mund, zauber ich ihn kugelrund. Und erst ist er erstmal rund, erzählt er keinen Schund. Ah, hier ist er ja. Wir haben doch gesagt. Wer redet denn jetzt von deinem Geblubbere? Ich natürlich. Rotes Dach und goldener Knauf, mein Schlösschen löst dich auf. Da hättest du dir doch besser mein Sprüchen verwenden sollen, wa? Ach Quatsch, das ist doch nur ein kleines Versehen. Mir kann es aber eher wie ein Erdbeben vor. Ja, und deshalb werden wir es jetzt gleich nochmal versuchen. Hilfe, renne sie weg an! Hilf mir! Hohle Luft und bleiche Hand, verschwinden soll die Wand! Leben wir noch? Wunderbar, ja! Und deshalb werde ich mir jetzt auch einen guten Hexentee kochen. Ja, was ist das für eine komische Logik, ne? Die Wand ist weg. Gott, habt ihr das gesehen? Oh Gott, wie ist denn das nun passiert? Ja, Mensch, prima. Dann haben wir... Gott, hab ich ja beinahe was verpasst. Ich fasse es ja überhaupt nicht. Boah, nee. Maike, hast du das gesehen? Ja. Die Wand ist weg. Wahnsinn. Ich glaub's überhaupt nicht. Fixe Wand, Wand fix. Pfui. Boah. Jetzt zieht das hier auch ganz schön rein. Wird ja nämlich kalt hier drin, Maike. Ja. Wie ist denn das Wetter in Heidelberg? Gar nicht schön. In Heidelberg. Wie ist denn das Wetter in Heidelberg? Ja, alles voller. Das Wetter. Es ist neblig und es schneit ein bisschen. Boah, es schneit ein bisschen? Ja. Da kannst du ja Schneemänner bauen, die heute noch was. Noch nicht ganz. Eine kleine Heidelberger Schneemann. Ein Heidelberger Schneemann. Ja? Hast du denn schon einen Freund, Maike? Ja. Ach, schade. Nein. Ja, ich wollte nur mal fragen. Ja, okay. Hättest du mich jetzt so ein bisschen wärmen können, ne? Ja. Wie ist denn das eigentlich? Was machst du den ganzen lieben langen Tag? Jetzt gerade so in der Weihnachtszeit arbeite ich auf dem Christkindlmarkt. Was verkaufst denn du da? Ich verkaufe Glühwein und so ein bisschen Plätzchen und da so Leckereien. Und wann fängst du mit dem Glühwein verkaufen da so an? Ja, das beginnt unterschiedlich. Also heute muss ich auch noch arbeiten. Heute beginnt es um 4 und ansonsten so mittags schon. Also um 4 fängst du an und wie fühlst du dich denn um 5? Schon viel besser, ja, oder was? Ja, es ist dann so ein bisschen schummrig meistens. Ach so. Wenn du denkst mal, deine Kontaktlinsen sind beschlagen. Ich glaube, das liegt dann was anderem. So, pass mal auf, Maike. Ja. Wir beide werden jetzt schön zusammen spielen. Ja, ist okay. Ja, wir spielen jetzt, Mensch, ärger dich nicht, weil bei dem Spiel darfst du dich auch gar nicht ärgern. Okay. Wahlspringen machen wir nämlich. Ja. Das mag ich auch gern. Kennst du das Spiel? Ja, ich kenn's. Ja, genau. Mal schön mit diese Fehler rüberhüpfen, ne? Ja. Säckchen einpacken, aufpassen, wo diese Bibel fix und oben die Symbole fix merken. Ist okay. Springe fix und Affe fix. Glühweinchen fix. Ist das ein Glühwein mit Schuss? Ja, gibt's auch. Sechs, Mama. Gottchen. Musst du mit Wattenschein kriegen, weißt du? Hoch mit der 2. Ja, genau, rüber mit der 6. Ja, die 6 ist gut. Es gibt mir die 8. Ja, schön. Rüber mit der 6. Ja, klasse. Ach, ein Frosch ist da oben. Quack. Weiter. Mach nochmal eine 6. Ja, gut, geht auch. Da, das ist ein Säckchen. Gar nicht gesehen, da war mein Bäuchchen davor. Ja, klasse. Du siehst das schon, Mike. Ich merke das. Ja. Ja? Was kostet so ein Glühwein? 50. Was? 4,50 Mark. Ach so, spiel weiter, ja. Lenk ich ja schon wieder ab. 2, 4,50 Mark. Uiuiui. Muss doch mal gucken, ob ich noch Taschengeld von der Exana gekriegt habe. Vielleicht komme ich mal vorbei. Okay. So, weiter hoch mit der 2. Du machst das toll. Weiter hoch. Ach, guck mal, wer ruht sich denn da aus? Na, kriegst du große Augen, was? Eine kleine Eule, du. Weiter. Ja, nimm das Säckchen mit weg. 2. Ah, ja doch. Da. Weiter, 8. Nein, 8 und 8. Ja, war die Doppel-8. Diesmal drüber 16. 2. Ja, schön. Da oben ist noch eine Eule. Ganz schön dicken Bauch. Das ist 8. Alter, aua. Ja, wow. Aua, hau dir, hau. Jetzt. Jetzt da bleiben. Nein, 2. Ärger gelegt. Mann. Gottchen, nein. Hier ist der Punktestand. Ja. Weißt du, ich wollte so einen Frosch im Hals. Gleich muss man mal nach Heidelberg kommen. Glühwein trinken. Ja. Kriegt der Mengenrabatt? Ja, wenn du viel trinkst, dann schon. Nein.
950 ja, Punkte. Super. Wahnsinn, das macht durch 4,50 Mark. Wie viel Glühwein? Ich habe einen anderen Preis für dich. Hier ist er. Danke. Modern im Design und perfekt in Ausstattung und Bedienung ist die Kamera Rollei Prego 90 AF. Ihre Spezialität ist das Panoramaformat, mit dem Gruppenfotos oder Landschaftsaufnahmen erst richtig zur Geltung kommen. Mach doch mal ein Foto von mir! Hey, super! Ja, wow, danke schön! Ach, so ein schönes Foto, so Mikey, so beim Weihnachtsmarkt, im ja, ich schick dir mal ein. Ne? Einmal mit einer weißen Nase, mit einer roten Nase, mit einer blauen Nase. Ja. Hast du denn auch schon was auf dem Weihnachtsmarkt gekauft? Ja, klar. Da gibt es so ganz schöne selbstgemachte Vasen und lauter ganz schöne Dinge. Da habe ich schon ein bisschen eingekauft. Du weißt ja, warum die Vase Vase heißt, ne? Nee. Ja, wenn sie runterfällt, dann sagst du, das Vase, die Vase, heißt die Vase. Schade eigentlich. Ja, wir gehen jetzt in die Schatzkammer. Na, Schätzchen, wo ist denn die Schatzkammer? Komisch. Ach, da ist sie. Das Schneehexan hätte die auch eingepackt. So, mal gucken, jetzt drück. Und bitte jetzt verdoppeln oder vervierfachen. Go, go, go. Und? Ach, Gott. Ach, Klappe fliegt nicht so richtig rein. Ja, ich hab's gemerkt, da war ein bisschen Rost an der Ecke. Gucken wir uns doch gleich mal die Highschool-Liste an. Maike. Na, guck mal da. Na ja, aber immerhin unter den ersten fünf, ja, ne? Ist in Ordnung. Haben ja auch schon fünf mitgespielt. Eben. Mensch, klasse, Maike. Ja. Mensch, Maike, du musst ja heute noch, was ziehst du an, wenn es so kalt ist? Dicke Jacke oder wie? Ich werde mich super warm einpacken, weil es eigentlich sehr, sehr kalt ist draußen. Ja, wie viel Paar Socken trägst du denn? Ach ja, so 2 bis 3. Boah, welche Schuhgröße hast du denn dann? 46 so oder wie? Ungefähr, ja. Musst du aufpassen, dass es kein Hochwasser gibt, dann schwimmst du weg. Mensch, soll es dir auch alles geben. Dein Freund hilft dir aber nicht dabei. Ach, der kommt auch ab und zu mal vorbei. Ja, aber der steht auf der anderen Seite vom Tresen, ja, ne? Ja, leider. Ja, hab ich mir gedacht. Da muss die Maike wieder fahren, ja, ne? Weil er kann wieder nicht. So ach, ist die Kerle manchmal, was? Schlimm. Ja, Mensch, Maike. Mensch, wir wünschen dir noch viel Spaß in Heidelberg. Ne, da soll ja auch der Bär abgehen auf dem Weihnachtsmarkt. Bei Heike am Stand. Geht mal alle hin. Schönen Gruß von mir. Danke. Mach's. Kriegst du noch einen Bussi? Maike, bis bald. Servus. Tschüssi. Ciao. Ihr könnt noch weiter anrufen. 01373-23536. Und dann spielen wir auch zusammen. Ist natürlich klar. Und ihr könnt auf die Highschool-Liste kommen. Bis gleich also. Mal gucken, ob es hier irgendwo noch Glühwein gibt.